So eine riesige Designer-Mosuhr kostet im Internet um die 1000 Euro und wir zeigen euch, wie ihr das Ding für 90 Euro selber bauen könnt in gerade mal ein paar Stunden. Und unsere Mosuhr wird so richtig groß mit ungefähr einem Meter Durchmesser und weil das Ding genauso edel aussehen soll wie die eben, haben wir uns einen Experten geholt, nämlich Philipp. Hallo Chris. Hi Philipp. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist wie immer so, wenn wir sagen, wir wollen etwas machen, was total cool aussieht und edel aussieht, da brauchen wir halt dich. Philipp macht nämlich extrem schöne Holzsachen auf seinem Kanal Konterholz. Dankeschön, dankeschön. Ja. Wir werden das Ganze heute für ungefähr 90 Euro bauen. Ich habe mir da so ein paar Tricks und Kniffe ausgedacht, damit das halt eben recht günstig wird. Los geht's mit dem Grundkörper der Designer-Mosuhr. Dafür braucht ihr nur eine Sperrholzplatte und Fichtenbretter. Philipp hat im Vorfeld schon mal eine Skizze angefertigt, damit ihr euch die Konstruktion ungefähr vorstellen könnt. Damit geht's jetzt los. Das sind reguläre Fichtenbretter, die sind noch sägerau. Mhm. Einfach weil ich eine Hobelmaschine habe, die gibt's aber auch in fertig gehobelt im Baumarkt. Man muss generell sagen, alles was ihr heute seht, könnt ihr theoretisch, ich sag mal, mit einer Stichsäge machen. Ja, auf jeden Fall. Wir benutzen jetzt hier professionelles Gerät, damit man auch mal sieht, wie das normalerweise ein Profi machen würde. Und weil ich keine Stichsäge tatsächlich habe, diesen Moment kaputt. Was bist du für ein Amateur? Auch keine Stichsäge. Und welches Gerät hast du stattdessen? Das ist eine Dickenhobelmaschine. Was? Eine Dickenhobel? Ist das auch für dünne Leute geeignet? Oder? Das Brett hier ist noch recht ungerade. Da sind so ein paar Buckel drin. Die schneiden wir jetzt einmal gerade und dann parallel auf unser Maß, was wir später auch brauchen. Jetzt haben wir mal gesehen, wie sowas funktioniert, aber ihr bekommt das theoretisch schon so fertig aus dem Baumarkt. Fand das aber super interessant, mal zu sehen, wie das normalerweise von einem Profi gemacht wird. Von den Kosten her kommen wir hier auf dasselbe raus wie bei Fertigbrettern aus dem Baumarkt. Die genauen Maße von unserer Mosuhr findet ihr unten in der Beschreibung, wie immer. Wenn ihr gerade dabei seid, like da, lasst ein Abo. Und während ihr das macht, legen wir schon mal die Grundform der Design-Mosuhr zusammen. Ungefähr einen Meter Durchmesser wollen wir haben. Genau. Und ihr seht schon, da brauchen wir jetzt den richtigen Winkel sozusagen. Das ist auch im Prinzip das einzig Schwierigste an dem Projekt. Dass halt eben die Gärungen gerade zusammenlaufen und wir da keine Spaltmaße haben. Genau. Wenn ihr keine Formatkreissäge oder Tischkreissäge habt, dann könnt ihr auch einfach die Winkel markieren und mit einer Stichsäge ausschneiden. Wir haben 360 Grad, 8 Segmente, das heißt 16 Gärungen, das bedeutet... Wie viel Grad? 22 Grad. 22,5. Hut ab, ich hätte das jetzt nicht hinbekommen. Ja, ich habe Mathe Leistung gehabt. Du hast das irgendwo gelesen gerade, auf irgendeinem Plan. Ah, ich habe es dir geschrieben gehabt, ne? Das ist doch nicht schwer. Das machen wir jetzt quasi mit allen Brettern einmal. Je weniger Spaltmaß, desto besser. Wir dürfen die jetzt nicht verwackeln, weil da darf wirklich gar kein Spalt sein. Ja, nee, klar. Und warum nicht, Christian? Weil 1 mm auf 8 Bretter hin 8 mm ergeben. Ist richtig? Ich würde sagen, das ist so gut die Ausgangsbasis. Jetzt fragen sich bestimmt viele von euch, ist aber gar nicht rund. Ganz genau, weil wir einen Segmentkreis gebaut haben. Richtig. Das macht auch Sinn, denn so haben wir die Längsmaserung. Weil wenn wir einfach Quermaserung haben, jetzt gehen dann nochmal die Lichter an. Ich versuche einfach nur schlau zu nicken. Wenn wir die Quermaserung drin hätten und wir das später nageln, dann ist es einfacher, dass das Ganze bricht mal. Also ich habe mitgenommen, nageln und brechen das mal. Geil, klingt wie ein Festivalwochenende. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir schneiden jetzt erstmal die Platte aus, weil dann können wir die drauf fixieren, dann können wir den Kreis richtig markieren. Dass wir Sperrholz verwenden und kein Press sparen, so wie sonst häufig in unseren Beiträgen, hat folgenden Grund. Das liegt tatsächlich an den Kanten. Unser Rahmen wird ja auch hier aufgedoppelt und später sieht man die Kante der Platte. Presssparenplatte. Ist nicht so schön von der Seite. Ich persönlich benutze ganz gerne MDF. Das ist aber auch nicht so geeignet, weil die Kante von MDF, die ist immer schrottig. Also wenn man die sieht, sieht nicht gut aus. Jetzt legen wir nochmal den Kreis. Wenn ihr zu Hause welche habt, dann nehmt Gewichte zum Beschweren, damit nichts verrutscht. Also unser Kreis wäre jetzt im Prinzip so schon mal gut, ne? Über die Diagonalen der Schnittkanten können wir den Mittelpunkt der Platte festlegen. Als nächstes markieren wir unsere Bretter, dass die genau so später nochmal zusammenkommen. Genau. Wir markieren nämlich jetzt den Kreis. Philipp baut sich einfach mal einen Zirkel aus einem Stück Holz, ein paar Schrauben und einen Bleistift und kann jetzt einen perfekten Kreis für den Rahmen ziehen. Um das Ganze zu sägen, gehen wir an die Bandsäge. Jetzt nochmal alles so hinlegen, wie es markiert war. So, und jetzt werden erstmal diese Bretter an der großen Platte befestigt. Dabei ist wichtig, dass wir die Nägel im inneren Bereich reinschlagen, weil der äußere Bereich später komplett eben abgeschnitten wird. Normalerweise würde ich jetzt einfach einen Nagel neben dem Hammer reinschlagen. Philipp Konterholz meinte, wir sollen das hier benutzen. Da habe ich einen heilen Respekt davor. Das ist halt eine Nagelpistole, ne? Da steht auch Achtung drauf. Ja, vor allem mit so einer Nagelpistole, das sind so lange Stiftnägel und die werden komplett versenkt. Das heißt, die siehst du nachher auch nicht mehr. Also es hat auch noch einen netten Vorteil.
Ja, siehst du jetzt, genau, das ist jetzt ganz tief drin. Und während des Nagelns haben wir uns überlegt, ob unsere Uhr wirklich rund sein muss. Wir haben unsere Bretter dran genagelt an unserer Grundarbeitsfläche. Da geht nichts mehr. Wir wollten jetzt hier den Kreis ausschneiden, wir haben den Kreis ja auch eingezeichnet. Jetzt ist uns aber eine Idee gekommen. Wir finden ein Oktagon viel schöner, deswegen lassen wir die 8 Ecken einfach stehen. Wenn du das Winkler so rumdrehst, hast du auch eine Orientierung später für all diejenigen, die die Uhr nicht richtig ablesen können. Die Oktagonspitzen geben also eine noch bessere Orientierung auf der Uhr. Mit einer Oberfräse bekommt Philipp die Kanten schön glatt und eben. Und dann ist die Grundform der Designuhr schon fertig. Dann können wir jetzt das Uhrwerk zusammenbauen. Mit ein paar Handgriffen ist die Uhr ganz easy zusammengesteckt. Simpel und gut. Jetzt kommt die Deko. Dafür nehmen wir noch mal ein paar Fichtenbretter und natürlich unser Moos, inklusive speziellem Mooskleber. Wir wollen ja in der Mitte der Uhr nicht nur Moos haben, sondern wir wollen auch Holzelemente haben. Die Uhr lebt ja von dem hochwertigen Holz. Das heißt, die hochwertigen Uhren, die wir gesehen haben, die haben, welches Holz ist das, wo wir da meistens verwenden? Hat viel nach Olive ausgesehen, aber ich glaube, da war noch viel tropische Hölzer dabei. Okay, das heißt, die sind relativ teuer? Ja, und noch schwer zu bekommen, weil das immer solche Schwartenbretter waren. Das äußerste Brett von einem Baumstamm, wenn der aufgetrennt wird. Okay, wir wollen jetzt günstigeres Holz nehmen. Das so, dass man es auch nachmachen kann. Genau. Dass man aber auch sagen kann, das Ganze hat einen hochwertigen optischen Look. Jetzt müssen wir erstmal unsere Standardbretter so zuschneiden, damit das dem ein bisschen ähnlich sieht. Auf die Fichtenbretter könnt ihr beliebige Formen skizzieren, die ihr dann ausschneiden und als kleine Insel auf der Uhr platzieren könnt. Das wäre unser grobes Design. Kann man natürlich arrangieren, wie man will. Kann man übrigens auch mit der Stichsäge machen. Rein durch Ölen kriegen wir den Look her, mit den Brettern nicht unbedingt hin. Und da hat der Philipp jetzt eine großartige Idee gehabt, nämlich die Feuershow. Die Feuershow, genau. Jawohl, das machen wir aber besser draußen. Wir werden jetzt flambieren. Was ist das für eine Technik? Wir machen das Feuer an, aber nicht so weit, dass es ganz abbrennt, sondern nur verkugelt. Ja, und warum machen wir das, damit das Holz einen Turn bekommt? Dann, ein was bekommt? Ein Turn. Achso, ein Turn, eine Drehung? Nee, ein Turn, eine Farbe. Wer keine Gasflasche mit Brenner hat, nehmt einfach einen Unkrautvernichter. Den gibt's im Discounter manchmal schon ab 12 Euro. Wir löschen die Hölzer nach kurzer Zeit ab, weil die sollen ja nicht zu stark verbrennen. Dieses verbrannte Holz, das können wir jetzt halt eben runterbürsten, damit wir diese ganze verbrannte Schicht eben entfernen. Man hat hier so eine 3D-Struktur, die wir automatisch durch das Feuer bekommen haben. Das sieht dann halt noch mal mehr nach natürlichem Holz einfach aus. Die Schnittkanten sind doch nicht mehr so hart, das ist ganz gut. So, ich glaube, das sieht richtig geil aus. Und jetzt gehen wir zum Zusammenbauen. Und so einfach sieht das günstige Fichtenholz viel hochwertiger und teurer aus. Einfach besser. Ich hätte es nicht schöner sagen können, Philipp. Die geflammten und gebürsteten Hölzer könnt ihr optional noch mit einem neutralen Holzöl behandeln. So kommt die Struktur besser zur Geltung, dann geht's an die Gestaltung. Unsere einzelnen kleinen Inseln werden wir jetzt hier fest montieren, werden einfach festgenagelt. Das Uhrwerk werden wir jetzt einfach hier oben einhängen mit einem Nagel und dann ist es quasi schon fast fertig. Jetzt fehlt nur noch das Letzte, nämlich Moos. Denn ohne... Komm, sag du es, weil jetzt beschäftigt. Okay, ohne Moos nichts los. Ja. Wir haben einfach mal 1,5 Kilogramm Moos bestellt. Wir wussten ja nicht, wie viel wir von dem Zeug brauchen. Wir haben ja konserviertes Moos. Das heißt letzten Endes, das ist echtes Moos, kein künstliches. Und das wurde mit Glycerin und Wasser sozusagen konserviert. Es wurde getrocknet 2 Tage. Und gereinigt und vor allem, weil so richtiges Moos aus dem Wald oder so ist ja voll mit Ungeziefer. Und wurde dann halt eingefärbt, damit man verschiedene Grüntöne hat. Wenn ihr jetzt sagt, ich spare mal hier diese 20 bis 40 Euro, je nachdem wie viel Kilogramm Moos ihr quasi nehmt, dann kann man auch einfach hingehen und sagen, hey, ich hole mir echtes Moos aus dem Wald. Dann müsstet ihr nur darauf achten, dass das nicht Moos ist, das unter Naturschutz steht oder sich im Naturschutzgebiet befindet. Dann könnte man das mit Wasser und Glycerin vermischen. Könnt es dann 2 Tage trocknen lassen und dann hättet ihr theoretisch so viel Zeit eures Lebens verschwendet, anstatt das da einfach zu kaufen. Das ist richtig, ja. Und wenn ihr die Farbe dann übrigens noch ändern wollt, könntet ihr das Ganze mit Lebensmittelfarbe übrigens machen. Das würde auch funktionieren. Und im Wald gilt übrigens die Handstraußregel. Das heißt, ihr dürft nur so viel Moos mitnehmen, wie ihr in einer Hand oder in 2 Händen tragen könnt. Beim Haltbarmachen wird einfach gesagt, der Moossaft mit dem Glycerin ausgetauscht. Deswegen braucht das Moos später auch kein Wasser oder bestimmtes Licht. Des Weiteren haben wir hier nicht irgendeinen Kleber, mit dem wir das Moos befestigen werden, sondern wir haben einen Mooskleber, der hat den Vorteil, dass er nicht so aggressiv ist, das Moos also nicht so angreift wie ein
herkömmlicher Kleber aus dem Baumarkt. Und der nette Nebeneffekt, der Mooskleber trocknet grün aus, das heißt in sich einfach ein schöneres Gesamtbild. Dann fangen wir mal an. Wir werden jetzt einen kleinen See machen, ja, mit unserem Mooskleber. Den werden wir jetzt einfach mal hier so drauf tröpfeln. Philipp! Boah, das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das muss ich sogar auch mal nachbauen. Absoluter Wahnsinn. Ich finde es richtig schön geworden. Und vielen Dank, Philipp, dass du uns geholfen hast. Sehr, sehr gerne. Einmal den Kanal von Philipp gucken. Lasst uns doch ein Like da, ein Abo und einen Kommentar. Und ansonsten, ja, gibt es weitere Videos. Ich glaube, die blenden wir euch einfach mal hier in der Mitte gleich ein, oder? Ja. Tschüssi. Tschüss.